Ja, und dann könnt ihr aus der Sakristei austreten. Draußen bzw. im Inneren der kleinen Kapelle warten dann Cold Bannex auf euch und Sly. Die haben sich wohl aber auch nicht so viel zu sagen, weil der eine ein Katachaner ist und der andere ist irgendwie ein Maschinenseher, der noch nicht viel draußen war. Sly sitzt da wohl gerade mit so einem riesigen Kampfmesser und macht sich gerade die Fingernägel sauber. Und nickt euch dann zu, wenn ihr kommt, erhebt sich dann von der Bank, an der er gerade gelehnt hat, und tritt dann wieder nach draußen. Wo soll ich euch jetzt hinführen? Zum Schatten, wir würden bitte. In der Tat. Zum Kael, ja, okay. Komm mit. Hört uns. Ja, damit geht es wieder vom Wort des Glaubens über die südlichen Passstraßen wieder vorbei an der Aspiranz, bis ihr dann auf den großen Exerzierplatz bzw. den Marktplatz von Heilstand kommt, wo ihr da auch tatsächlich jetzt euch ein bisschen genauer umsehen könnt. Die Aurane hattet ihr natürlich jetzt schon das ein oder andere Mal gemustert. Alle sind unglaublich groß, wie gesagt, güldene Haut und alle sehr muskulös, zumindest die, die ihr auf Heilstand hier erkennen könnt. Ja, und wenn ihr euch dann hier in den Ständen umblickt, während Sly dann vorangeht, könnt ihr sehen, wie es eben dieses typische Urzeit-Weltflair ist. Vielleicht habt ihr es selber ähnlich gehabt, vor allem Thordal, vielleicht ein bisschen andere Atmosphäre, aber doch ähnlich. Ja, also wird hier getauscht, die Güter, die dann hier die Besitzer wechseln, das sind große Körbe mit irgendwelchen landwirtschaftlichen Gütern, so eine Art Äpfel oder Birnen, die ihr erkennen könnt, Getreide, was dann auf den Hochplateaus angebaut wird, und Klingenwaffen könnt ihr erkennen, Knochenornamente, glitzernde oder goldene Kristalle. Zumindest, es ist kein Gold, es ist kein Metall, aber es schimmert eben golden, also die Dekavan-Kristalle, die hier eben unter anderem auch abgebaut werden, und vor allem das Mechanicus, das dann hier auch ein besonderes Interesse an diesen Kristallen zu haben scheint. Ihr könnt riesige aufgehängte Kadaver erkennen von großen Raubechsen, die mehrfache Menschengröße aufweisen, sind dann irgendwie in der Mitte aufgeschnitten, aufgeklappt, sodass ihr dann die Häute auf der einen Seite habt und das frische Fleisch auf der anderen Seite. Das Blut von diesen Midasauriern tropft dann eben in verschiedene Abflüsse, die dann hier in den Stein reingegraben worden sind, und der Geruch von dem Blut hängt dann auch schwer in der Luft. Gerade für Thordal, dessen Geruchssinn ja besonders gut ist, es stinkt nach Blut, beziehungsweise es ist sehr intensiv. Ja, und wenn ihr gerade mit Sly in Richtung Westen geht, vorbei an der großen Siegeshalle, könnt ihr erkennen, wie sich dort ein eher kleinwüchsiger Mann, ein Kaufmann, dann an euch heran hängt. Hey, ihr habt diese Rüstungen. Wollt ihr tauschen? Kommt ran an meinen Stand. Ich habe Dünnsteinrüstung, wenn ihr mögt. Wir können tauschen. Kommt ran. Ich muster den kleinen Mann. Ihr habt Waffen dabei? Riesige Schwerter sehe ich, aber habt ihr auch so etwas wie Fernkampfwaffen? Ja, und ihr seid? Ich bin Bayir, der Kaufmann. Wenn ihr mögt, kommt ran an meinen Stand. Erst nur dort hinten, dort könnt ihr ihn schon sehen. Kommt! Schaut euch doch wenigstens meine Rüstung an. Sie sind selbst gefertigt. Wir haben jetzt erst eine Verabredung mit dem Kael. Ihr seid mit dem Kael verabredet. Dann grüßt ihn ganz nett und kommt danach zu mir. Ich mache euch gute Angebote. Wenn es sich einrichten lässt, dann werden wir auf diese zurück. Wir werden schauen, ob wir die Zeit dazu finden. Was sind das eigentlich für Kadaver, die dort oben hängen? Nun, das sind Mantis-Kreaturen. Mantis-Kreaturen. Keine Malsektoren. Er schaut dich so ein bisschen an, weicht ein bisschen zurück von dir. Nein, nein. Dann erklärt mir, was das genau ist. Die sehen interessant aus und durchaus Potenzial, auf die Jagd zu gehen. Sehen auch als reitetauglicher aus als die Terratrix. Ja, stimme ich dir zu, Bruder. Die Terratrixe gibt es in verschiedenen Größen. Aber ihr dürft die Stadt nicht verlassen. Da müsst ihr vorher mit dem Kaelde sprechen. Aber ihr seid auf dem Weg zu ihm?
Ja. Und dann. Das ist der Plan. Und dann, wie gesagt, kommt, wenn ihr die Erlaubnis habt, kommt noch einmal zu mir. Ich kann euch ausrüsten. Wenn ihr etwas für die Jagd braucht, ich habe Pfeile und Bogen, wenn ihr mögt. Speere, ich habe Gürklingen. Ihr werdet ihr Gürklingen. Ihr dürft die Stadt verlassen. Ihr seid jetzt verzeiht nicht danach aus, dass ihr die Prüfung jetzt bestanden. Nun, ich bin Händler. Ich komme nicht aus Heilstand. Ich habe zwar hier einen Stand, aber ich bereise die verschiedenen Städte und Dörfer. Ich darf es selbstverständlich verlassen. Ich verstehe. Ich denke, wir werden euch später einmal aufsuchen. Aber jetzt werden wir erwartet. Wie gesagt, denkt an mich. Ich habe die besten Gürkling. Ja, und nickt, so. Tritt auf den Absatz um. Ja, ihr könnt zu der Residenz des Kaelis gehen, die sich an der Seite der Klippen entlang erstreckt, also drei Etagen hoch, dementsprechend relativ uralt, zumindest für diese Verhältnisse. So ein bisschen über die Klippen rübergebaut, auch mit einem Flachdach, ziemlich groß. Und noch ein paar Granitsäulen, die davor stehen, wird auf alle Fälle dann nicht nur von diesem Kaele Rylus Dunkelgeister, sondern eben auch von seinen, vorherigen Anführern dann der Stammessitz sein. Ihr könnt, wenn ihr weiter herantretet, zahlreiche Inschriften erkennen, die wohl auch astronomische Symbole darstellen. Irgendwelche Kegelschnitte, irgendwelche Winkel, irgendwelche Vektoren, die nicht nach Urzeitwelt aussehen, sondern vielmehr nach Sternkarten von diesem System. Und wenn ihr genauer hinguckt, könnt ihr tatsächlich auch sehen, wie ein großer, runder Ball eingezeichnet ist mit dem Namen Terra. Ich verstehe nun, was Vater Marius meinte. Naja, lass uns das mal einen Moment studieren. Es ist nur eine Frage, wie es sich in dieser Art und Weise eines Tages doch um Licht der Terras abwenden konnten und ihnen trotzdem noch gefolgt sind. Ja, wenn ihr möchtet, dürft ihr einen Wurf auf scholastisches Wissen machen, Astromantie oder Navigation, wenn ihr stellare Navigation habt, also nicht Oberfläche oder so etwas, sondern stellar. Ich bin ganz ehrlich mit euch, Bruder, das ist eine Frage, um die können sich die Historiker und die Scholaren kümmern. Unser Auftrag ist es, die Prüfungen zu bestehen, zu schauen, ob es hier einen Flecken des Unwürdigen gibt, ausmerzen und damit die verlorene Herde zurück in das Licht des Imperators zu führen. Hey, Benex! Ja? Schau dir das mal an. Interessant. Ja. Er fährt mit den Fingern über die Rillen, streicht er entlang, pustet einmal den Staub beiseite. Das sieht tatsächlich nach einer Sternkarte aus. Wie alt? Wie alt? Ich habe meine Instrumente leider nicht hier, aber da müsste ich vielleicht einmal mit dem Brigadegeneral sprechen. Vielleicht hat er einige Kogitatoren, die er mir leihen kann. Ich könnte einige Berechnungen anstellen. Die Systeme sehen mir etwas verschoben aus, möchte ich sagen. Als ob die Sterne gewandert wären. Ich kann hier allerdings auch noch nicht diesen Riss, den finde ich hier nicht. Das ist interessant. Versteht ihr? Den Riss, der sich etwas südlich von diesem Orpheus-Keil befindet. Den finde ich hier nicht. Naja, dann nehmt doch den Katachana und lauft zurück und holt eure Instrumente. Und wir sprechen so lange mit dem Anführer. Wenn wir wieder rauskommen, erwarte ich einen Bericht. Jawohl, mein Lord. Komm mit, Slide. Dann sollten wir jetzt hineintreten. Damit gehen die beiden ab. Gegenüber von dem Haus des Kaelis, der Residenz, könnt ihr noch einen großen Stall erkennen, ebenso Stein, der gefüllt ist mit großen Terratrixen. Verschiedene Größen, die wohl tatsächlich auch euch tragen würden. Wenn, Schein,
diese Wesen domestiziert zu sein oder gerade so unter Kontrolle? Gerade so unter Kontrolle. Also das hatte ja schon mal jemand erklärt. Die werden alle in freier Wildbahn gefangen und nicht geboren. Das ist in Anführungsstrichen ein großer Frevel. Die werden nicht geboren, sondern nur gezähmt. Und dann teilweise auch domestiziert, aber das ist eine sicherlich eine lebenslange Aufgabe. Und die da jetzt in diesem Stall zu halten, der ist gar nicht so sehr eng, aber sie wüten und rebellieren da trotzdem. Könnt dann auch sehen, wie einige Auraner sie dann eben auch mit Speeren wieder zurückhalten, damit sie dann eben nicht aus den Gattern ausbrechen. Naja, Bruder Toda, erinnert dich das ein wenig an zu Hause? Es kommen ein paar Gefühle diesbezüglich wieder hervor, aber sie sind dennoch anders. Und naja, kein Schnee, nicht wahr? Auf jeden Fall. Wobei, vielleicht irgendwo hier auf einem der Berge auch ein bisschen Schnee. Ich erinnere mich ein wenig an eine schlankere Variante der Draken, die wir auf Promethea haben. Ja, ich bin gespannt, ob wir eines dieser Tiere als Jagdaufgebot fangen sollen. Es wird auf jeden Fall ein interessanter. Wenn ihr euch umdreht, könnt ihr erkennen, dass wohl eine Frau oben steht mit verschränkten Händen und sie ist dafür, dass sie eine Frau ist, doch relativ eindrucksvoll. Also nicht minder klein, hat sie auch sicherlich die 2 Meter mindestens. Zusätzlich hat sie eine dicke Schuppenrüstung an, hellrote Schuppen und einen gewaltigen Zweihänder, der auf ihrem Rücken hängt. Und auch ihre Haare sind über und über mit Schuppen von einer Kreatur geschmückt, die doch viel größer sind als das, was diese Terratrixer da aufzubieten haben. Wollt ihr jetzt reinkommen oder was? Ja, was für ein freundlicher Empfang. Das möchte ich meinen. Ich bin Alkedre Feuerpirscherin. Wilhelm. Thordal Svensson. Und wenn ihr die Person seid, die uns hereinbittet, folgen wir gerne. Ich bin die Sensar von Rylos. Aber ja, kommt mit. Ich bring euch zu ihm. Ja, und so könnt ihr durch die Residenz treten. Sie führt euch durch verschiedenste Räume, bis ihr dann in einem runden Areal, ein großer runder Raum zum Stehen kommt, der wohl in der Mitte des Gebäudes liegt. Hat dementsprechend auch keine richtigen Fenster, aber ein Sandboden. Der Raum wird von flackernden Fackeln erhellt. Es riecht nach Räucherwerk, die natürlich den Rauch abgeben und das alles so ein bisschen schummriger hellen. Es gibt Wandteppiche, die allerdings verblasst sind und man könnte wohl noch graue, schattenhafte Umrisse von Menschen erkennen, vielleicht auch von Bestien. Dass diese Teppiche gewoben worden sind, ist schon lange, lange her. Der Raum selbst ist zunächst leer und wenn ihr dann hereingetreten seid, könnt ihr sehen, dass durch eine andere Tür ein gewaltiger Mann auf euch zukommt. Die Tür auf der gegenüberliegenden Seite hat sich geöffnet, kommt mit geraden Schritten auf euch zu. Kraft und eine ruhige Würde strahlt er aus. Wenn er näher kommt auf euch zu, er ist so groß wie ihr. Gut, jetzt in euren Servorüstungen wohl nicht, aber die 220 hat er. Überragt dann also selbst seine Stellvertreterin nochmal um einen halben Kopf. Und gibt euch dann die Hand. Ihr könnt kein Lächeln erkennen, was über seine Lippen huscht. Also seine Augen sind schon sehr ernst. Willkommen, Adeptus Astartes. Ich hörte, dass euer Stamm nach Aurum gekommen ist. Alles, was ich über euch gelesen habe, ist... Nun, ihr wäret nicht grundlos hierher gekommen. Was ist also dieser Grund? Dem Imperator zum Gruße. Mein Name ist Thordal Svensson. Und die sind meine Brüder. Zeigt dann auf jeden Einzelnen. Wir sind gekommen, um mit euch über den Beitritt und die Differenzen, die es anscheinend hier gibt, diese beizulegen. Ja, schaut dich weiter an. Was mein Bruder
nur sagen möchte, ist, wir wollen uns beweisen. Wir wollen die Stadt verlassen. Wir wollen den kleinen Bruder, auch wenn ihr nicht allzu klein seid, dieses Planeten beweisen, dass das Imperium, das sie einst verehrt haben, immer noch existiert. Auch wenn es hier vielleicht vergessen wurde. Ihr wollt euch beweisen. Ihr wollt, dass wir uns anschließen. Dass wir unsere Kultur aufgeben. Haltet mich nicht für dumm. Wir mögen für euch unerfahren aussehen, aber dumm sind wir nicht. Ich kann mir gut vorstellen, was ihr tut. Mit unserer Kultur und mit unserem Planeten. Wenn wir dafür sorgen, dass mehr von euch hier landen dürfen. So wie ihr es wollt. Dass ihr die Kristalle abbaut. Dass ihr nach dem schwarzen Blut giert. Haltet mich nicht für dumm. Aber ich will euch tatsächlich eine Chance geben. Eine Chance bieten. Nicht nur als Männer von Aurum anerkannt zu werden, sondern eine Stimme in der Versammlung zu bekommen. Aber diese zeremoniellen Herausforderungen mögen schwierig, selbst für euch sein. Selbst die Krieger unter uns, die sich als Männer erwiesen haben, als Männer und Frauen, haben doch nicht den Mut, sich in die Versammlung aufnehmen zu lassen. Seid ihr euch sicher, dass ihr diese Prüfung antreten wollt? Der Imperator verteilt keine Prüfungen, die wir nicht meistern können. Macht euch keine Sorgen. An meiner Seite steht ein Bruder von Fenris. Jedes Wesen, das auf diesem Planeten sein Unwesen treibt, wird am Ende vor ihm knien oder seinen Tod finden. Wenn der Imperator will, dass ich hier falle, dann soll es so sein. Alternativ nehme ich jede Herausforderung an, die mir der Allvater stellt. Die Gerüche, die Auren, die dieser Planet beherbergt, stellen vielleicht eine Herausforderung dar. Aber es gibt nichts, was mich einschüchtern wird. Und nur der Allvater selber wird mich leiten. Reden ist das eine. Machen was ganz anderes. Also gut. Zeigt mir auf, was für Herausforderungen es für uns zu stellen gibt. Für eine Stimme in der Versammlung. Ihr wollt hoch hinaus. Dann wird meine Sensar euch die Jagdprüfung stellen. Ihr brecht in den Schnitter-Canyon auf. Und ihr müsst mit dem Kopf eines Diabolodons wieder auftauchen. So sei es. Das Inferno der Todlande wird euch holen. Die Feuer der Hölle werden euch verzehren. Aber es liegt viel Ehre darin, zu scheitern. Und noch mehr Ehre, mit dem Kopf wiederzukommen. Das klingt fast wie zu Hause. Es klingt wie eine Prüfung auf Fenris. Er nickt. Naja, dann sagt uns, wo unser Ziel ist und wir werden ausrücken. Meine Sensar wird euch einweihen. Damit dreht er sich wieder um und verlässt durch die Tür, durch die er gekommen ist, den Raum. Er bleibt noch einmal stehen, dreht sich im Türabsatz um und schaut auf dich, Ifrit. Er sagte, ihr seid nicht dumm und ich glaube euch das. Daher ein kleiner Ratschlag meinerseits. Ihr denkt, ihr wisst, was passiert, wenn ihr euch dem Imperium anschließt, wenn mehr von uns hier landen. Doch ihr solltet auch bedenken, was passiert, wenn wir das nicht tun. Ihr habt jetzt schon Probleme mit den Mali-Sektoren. Und ich weiß nicht alles über sie, doch das, was ich weiß, lässt mich alles gut beurteilen. Und ich kann euch sagen, wenn nicht wir hier landen, dann landen hier Dinge, die deutlich schlimmer sind als die Mali-Sektoren. Und zwar in deutlich größerer Zahl.
Du siehst, wie sich sein Gesichtsausdruck stark verfinstert. Eben wirkte er noch nicht bösartig auf dich, aber ernst. Jetzt sieht er wirklich bösartig aus. Du siehst, wie er mit seiner Hand über seinen Gürtel fährt und du siehst daran die Kralle von einem gewaltigen Ding. Streift einmal darüber. Wenn ihr Männer seid, dann reden wir über die Malesektoren. Vorher nicht. Ihr dürft so einmal auf verbotenes Wissen Xenos würfeln. 7. Das sieht gut aus. Dann kann zumindest Bruder Cry sie erkennen. Das ist nicht nur irgendeine Kralle von irgendeinem Saurier, sondern das ist eine Kralle von einem Symbionten. Ah, shit. Er dreht sich wieder um und schließt die Türen. Ihr bleibt alleine mit der Sensar zurück, mit der Gilde Feuerpirscherin. Würdet ihr uns den Weg weisen? Noch nicht. Die Frage, die mir auf der Zunge brennt, ist zum einen, wir sind neu auf diesem Planet. Könnt ihr mir etwas für diese Diablos erklären? Der Diablodon. Der Diablodon, verzeiht. Werde ich. Aber bevor ihr aufbrecht, werdet ihr euch eurer Waffen entledigen. Und eurer Rüstungen. Es wäre keine wirkliche Herausforderung mit diesem. Ich hatte es erwartet. Eine Prüfung. Wie auf Fenris zu führen. Von daher war mir dies schon vornherein klar. Ihr dürft euch. Mit großen Händen also. Nun gut. Ihr dürft euch selbstverständlich eure Waffen fertigen, die ihr auf dem Weg findet. Ihr dürft euch Tiere zähmen, wenn ihr es vermögt. Ihr dürft Rüstung fertigen aus den erledigten Gegnern. Aber ihr müsst den Schnitter Canyon mit den rituellen Waffen betreten. Und dazu gehört nicht eure Metalle. Ich habe einen übergroßen Wolf mit meinen Händen erlebt. Eine Weile her, dass ich mit Schuppen und Knochen gearbeitet habe. Ja, keine Sorge, Bruder, ich habe volles Vertrauen zu euch. Wollen wir unsere Rüstung dann in der Aspiranz zurücklassen? Ich hätte sie zurück auf das Schiff geschickt. Ich bin mir sicher. Haltet mich für paranoid, aber der Händler hatte mir einen etwas zu hungrigen Blick. Wenn ihr das bevorzugt, Bruder, können wir das gerne so tun. Wir werden sie einfach in die Fähre, unsere Transporter, hinterlegen. Sollten hier doch Feinde des Imperiums sein, könnten wir sie schlussendlich gebrauchen. Sie nickt einfach nur, zuckt mit den Schultern und deutet dann auf den Ausgang, durch den ihr auch einst gekommen seid. Sollen wir komplett unbekleidet aufbrechen oder ist es uns erlaubt, Werkzeug und gleich mitzunehmen. Was meint ihr mit Werkzeug? Die Natur liefert alles. Dieses Ritual scheint ein komplettes zu sein. Das heißt, von vornherein nur mit Hand. Mit dem, was uns der Imperator von Anfang an gegeben hat. Mein Bruder, sie sprach von rituellen Waffen. Ich denke, die werden sie uns schon noch geben. Diese sollten wir selber fertigen, die nicht zugehört. Gegen die Frage, ob es uns gestattet ist, ein Werkzeug wie ein Messer mitzunehmen oder dergleichen. Ihr könnt von uns Speere bekommen. Gürkling, Krallenkling, Knochenschwerter, Pfeil und Bogen. Solcherlei Dinge könnt ihr bekommen. Die Auraner fertigen sich ihre ersten Waffen mit 4 Jahren. Ich denke, auf solch eine Prüfung können wir verzichten. Tätschle meinen Flammenwerfer. Nun, ich fertige meine Waffen auch selbst. Und wann soll denn die Prüfung stattfinden? Ihr könnt aufbrechen, wann ihr mögt. Naja, dann, wo müssen wir denn hin? Wo ist denn dieser Canyon? Die Schnitter-Canyons. Ihr hattet vorher noch die Frage zu dem Diablodon? Ja, sie würde gemeinsam mit euch nach draußen gehen, wieder an den verschiedenen Marktständen vorbei, erst einmal in Richtung der Aspiranz. Und wenn ihr mögt, könntet ihr von dort aus dann eure Rüstung auch auf das Schiff schicken oder sie dann eben hier lassen, gemeinsam mit natürlich euren Waffen.
Und während ihr geht, unterhält sie sich mit euch. Und ein Diablodon ist das größte Raubtier, das man dort treffen kann. Es pirscht sich auf zwei Hinterbeinen und hält sich meist in dem Inferno der Todlande auf.